Vielleicht tut sie es ja jetzt. Für die Blauhelmsoldaten ist die Festnahme der FDLR-Führungsspitze jedenfalls ein wichtiger Erfolg. Seit Jahren haben sie hier darauf gewartet, dass die Deutschen endlich handeln. Verbrechen im Kongo. Gelenkt aus Mannheim. 6000 Kilometer entfernt. Ignaz Murwanaschjaka hat die Verbrechen natürlich nicht selbst begangen. Er führt in Deutschland ein schönes Leben, aber er kontrolliert die Organisation, die diese Verbrechen begeht, und er hat nichts unternommen, um die Verbrechen zu beenden. Damals radelte er fröhlich zu unserem Interviewtermin. Er glaubte zu Recht, nichts befürchten zu müssen. Wer gab die Befehle für eure Aktionen, wird er gefragt. Wer war euer oberster Chef? Die Antwort kommt prompt. Murwanaschjaka. Ignaz Murwanaschjaka. Pierre glaubt ihn irgendwo im Busch im Kongo. Die Anführer sitzen alle außerhalb des Kongo. An der Spitze der Präsident Ignaz Murwanaschjaka. Wenn die verhaftet würden, dann wäre das mindestens so effizient wie unsere ganzen Militäroperationen hier gegen die FDLR. Er wird von Interpol gesucht wegen Kriegsverbrechen. Und, unglaublich, er lebt unbehelligt in Mannheim. Ermittlungen in Afrika sind teuer und kompliziert. Von den Bundesanwälten hat niemand über die FDLR vor Ort recherchiert. Ich habe ihm die Berichte geschickt. Er hat dann geantwortet. Erst wenn er seinen Segen gegeben hat, dann wurden die Vorschläge zu Befehlen. Er dirigiert alles. Die Vereinten Nationen haben nun herausgefunden, was sich in Deutschland niemand vorstellen wollte. Präsident Murwanaschjaka gibt detaillierte Befehle. 9. Mai 2009. Etwa 300 FDLR-Soldaten fallen in den Ort Busurungi ein. Es folgt ein grausames Massaker. Kurz vor dem Massaker in dem Ort Busurungi gibt es Kontakt zwischen Dr. Ignaz und den militärischen Führern der FDLR. 2 Tage davor bekommt er eine SMS, auf die er 17 Sekunden später reagiert.